Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Mein Gott. Oh, der sitzt am MG. Wie geil ist das denn? Also, der sitzt zumindest optisch gesehen am MG. Wir sind mal wieder auf dem Airfield unterwegs und wir sind dieses Mal als Attacker unterwegs. Was heißt, eventuell dauert das nicht ganz so lange oder eventuell haben wir jetzt einen sehr langen Kampf vor uns. Ja, egal was ist, auf jeden Fall müssen wir mal gucken, dass wir hier das ein oder andere Püstchen einnehmen. Und C2 und B2 sind eigentlich nicht, stimmt gar nicht, wir kommen von A, okay. Also B2 und A2 sind dann dafür schon mal sehr gut geeignet. So. Ich finde das alles ein bisschen dunkel hier, was ist denn hier los, sag mal. Habe ich den nicht getroffen, wollte mich jetzt verarschen. Doch, die schlagende Panzerung. Die schlagende Panzerung. Nein, daneben geballert schon wieder, weil ich, da steht ein zweiter Panzer. Okay. Das Problem ist einfach, ich weiß nicht, ja, geil. Ob nicht eventuellerweise die HE-Granate stärker ist. Also genau habe ich mich damit noch nicht mit befasst. Auf jeden Fall sind wir schon mal wesentlich stärker als vorher. So viel ist klar. Ja, gut. Wir nehmen Panzer trotzdem aufs Korn. Erstens gibt es Erfahrung. Zweitens haben wir dann einen Panzer aus dem Weg, der eventuellerweise Entschuldigung, der uns eventuellerweise ein bisschen Stress machen könnte. Ja, geil, Alter. Der hat mich jetzt gerade mit einem. Ach ne, da stand ein MG hinter uns. Ja, das Schlimmste war, ich bin halt in diese kleinen Hügel da gefahren und dadurch hat halt das Rohr komplett verzogen. So. Okay, die da oben haben schon mindestens schon mal A2 eingenommen. Also, dann fahren wir mal eben. Wir fahren nochmal los. Wir haben wieder einen Co-Piloten, der uns ein bisschen unterstützt. Was ich eigentlich ganz cool finde. Auf diese Weise, na, schade. Auf diese Weise bist du halt nicht ganz alleine auf dich gestellt. Ja, der Baum, der macht's wieder. Jetzt echt, jetzt habe ich den nicht getroffen. Ja, komm, treff ihn. Kugel mitten ins Kreuz. Ja, ansonsten müssen wir mal gucken, wenn der Panzer noch da ist, nehmen wir den natürlich mit. Weil es gibt halt ganz gute 30 Erfahrungspunkte dafür, dass wir einen Panzer schrotten. Ich bin ehrlich, ich finde das gar nicht mal so schlecht. Echt jetzt? Doch, wir kommen durch. Glaube ich. Aber ich glaube, der Kerl kommt nicht durch unsere Panzerung, so wie es aussieht. Und ohne Spaß, diese rucklige Zielung, ne, die geht mir so dermaßen auf für Nüsse. So, jetzt müssen wir mal covern. Gucken, dass wir hier irgendwie C2 nochmal einnehmen können. Ich sehe dich, mein kleiner Freund. Wie er gegen die Wand fährt und erstmal zurückgeschleudert wird. Oh, ein Panzerdurchschlag. Ich muss gleich echt mal die HE-Granaten testen. Man, da findet ja eigentlich Explosionskörper, ne? Nein, und ich baller drüber. Der wär's gewesen. Nein, jetzt nehme ich die Dingens mit. Das gibt's nicht. Und schon wieder drüber geballert. Und wieder daneben. Jetzt aber.
Steht da ein Panzer? Nee, ne? Ich sehe es gerade doch, das ist ein Panzer, oder? Jawohl. Oh mein Gott, da hat uns gerade ein. Da hat uns gerade ein Flugzeug getroffen. Das ist halt noch das größte Problem, was wir nebenbei haben. Die Flugzeuge. Ansonsten. Bis jetzt war es gar nicht mal so schlecht, finde ich. Wir nehmen unseren Schützen wieder mit. Es ist fast das Sicherste, wenn du mit einem Panzer rumfährst, als Co-Pilot. Ich sag nicht ohne Grund fast, weil erstens sind auf dem Airfield relativ viele Flugzeuge unterwegs. Und zweitens sind ja auch noch Panzer unterwegs, die einiges an Schaden machen können. Aber es ist fast sicherer, als wenn du nur mit der zu Fuß unterwegs bist. Da steht ein Panzer, oder? Voll drüber schießen. For the win. Boom. Steht da noch ein Panzer? Zumindest steht da irgendwas. Das Schlimme ist natürlich, dass du... Oh mein, wir wechseln jetzt mal auf HE-Granaten. Es gibt Granaten, die... Splittergranaten. Die gibt's auch. Und die HE-Granaten explodieren ganz gut. Wobei wir, glaube ich, nicht reinschießen können. Und wir müssen wieder auf die Panzerbrechenden wechseln. Immerhin zweimal getroffen, besser als gar nicht getroffen. Ist der noch da? Ja, zumindest sehe ich ihn jetzt gerade nicht. Weil das ist so ein Panzer, der hat keine panzerbrechende Munition dabei, die wir auch mal besser kaufen sollten noch mit dem. Und tschüss. Damit unser Co-Pilot hier auch nochmal eventuellerweise Schaden mitmachen kann. Haben wir noch einen Co-Pilot? Ja, wenn man einen Co-Pilot. Oh oh, da kommt ein Flugzeug angeflogen. Ah, hätte ich den getroffen. Ich hätte so gefeiert. Ich hätte so dermaßen gefeiert. Echt jetzt? Ich habe nicht getroffen. Jetzt aber. Headshot. Ich habe echt einen Kopfschuss mit dem Panzer erreicht, Alter. Das ist ein bisschen nervig, die HE-Granaten. Ohne Spaß. Boom. Das Problem ist halt, dass wir da vorne, dass wir jetzt... Ah, ich darf nicht fahren. Ich sehe halt nichts mehr fahren. Und da haben wir nochmal eine E-Granate in die Ohren geschmissen. Schieß doch mit dem Gewehr! Alter, der schickt genau vor uns und mein Co-Pilot, der macht nichts. Okay, wir verlieren gerade C1. Wo bin ich denn? Wir müssen HE-Granaten reinpacken, weil sonst wird das nichts. Nicht fahren! Bremsen! Danke! Ich finde es ein bisschen nervig, dass er mit dem Panzer nicht reinfahren kann. Verlieren wir es immer noch? Nee. Aber er muss ja rechts in der Ecke sitzen. Ich glaube aber nicht, dass ich da rankomme. Doch, wir verlieren es immer noch. Okay, da sitzt er. Komm schon. Haben wir ihn tot? Ja, aber der ist tot. War jetzt nicht meine Hingabe, Folge, Opferung, aber
Du kommst echt auf mich zugelaufen, ist das dein Ernst, ja? Okay, da kommt ein Panzer. Ist der kaputt? Ja. Ah, oh, dann kommt da ein... Vor allem, ich rall gerade nicht, ob wir das jetzt noch verlieren oder ob der irgendwie bei Null stehen geblieben ist. Ich sehe nicht, ohne Spaß. Da hätten sie sich echt was Besseres einfallen lassen müssen. Normalerweise sieht man das ja oben. Ob wir das einnehmen oder die Gegner das einnehmen, aber trotzdem haben wir das immer noch nicht voll eingenommen und... Ja. Aber jetzt sieht es zumindest wieder so aus, als wäre es voll eingenommen. Get on the fucking AA. Ah, okay. Nicht echt jetzt, oder? Komm schon. Dreh dich. Das Problem ist, ich weiß, ja, ich hab's gesehen, dass das sich beschossen. Ich hab's wieder geschafft, einen Panzer zu flippen. Das ist nicht leicht. Haben wir? Ja, wir haben es. Sehr gut. Ich muss halt immer mal nicht flippen. Nicht flippen! Ja, ich habe es nämlich schon des Öfteren mal geschafft, einen Panzer zu flippen. Da ist muss ich wieder Panzer brechen, die Granaten einpacken. So. Kommt der Spasti schon wieder gefahren? Nicht schon wieder daneben schießen, nein. Ja, ich muss leider raus. Na komm, schieß auf mich. Schieß auf mich. Schieß auf mich. Ich brauch, hallo, hallo, Leute, ich brauch Munition, ich brauch Panzer, ich brauch irgendwas. Das spielen wir mal an, Lucky. Komm schon. Wobei ich mittlerweile glaube, dass der Kerl down ist. Ne. Oh, was war denn das jetzt schon wieder? Mit einer Panzerfaust? Wir verlieren schon wieder C1. Irgendwie interessiert das mein Team überhaupt einen Scheißdreck. Dass wir hier gerade echt aufs Maul kriegen. Daneben geworfen, Junge. So, hier E-Granaten sind drinne. Was ich ein bisschen schade finde, ist, kannst du mal die Eier krauen, mein Freund. Daneben. Wenn du auf E-Granaten oder wenn du allgemein auf eine andere Schussart wechselst, da musst du erst einmal reinzoomen, um zu nachzuladen. Das gibt's nicht. Ja geil, jetzt muss ich hier rein. Gib mir ein Gewehr, gib mir doch ein Gewehr! Meine Fresse, bitte Spiel! Ah, jetzt versagt meine Stimme auch noch wieder. Wir können immer... Komm. Komm, rein da. Verlieren wir das immer noch? Ne. So. Sorry dafür, dass meine Stimme jetzt gerade versagt hat. Aber wenn ich mich aufrege, dann macht meine Stimme ab und zu mal einfach dicht und sagt, nö, ich habe jetzt keine Lust mehr. Und das war jetzt gerade so. Natürlich haben wir uns jetzt in einen fast kaputten Panzer gesetzt, was natürlich auch jetzt nicht so Premium ist. Verlieren wir immer noch C1? Ach, wir haben C1 wirklich verloren, Alter.
Das Schlimme daran ist ja, wir können nicht mehr zurückholen. Und ich treffe ihn nicht, genau. Spasti. Weil er ist ein Spawnpunkt verloren, ist der Spawnpunkt komplett verloren. Aber okay. Müssen wir jetzt mit hinnehmen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir den Panzer irgendwie noch ein bisschen länger behalten können. Aber das fuckt ohne Spaß, das fuckt gerade dermaßen ab, dass ich keine Waffe in der Hand habe. Ah, wer ist, ich bin selber schuld. Also ich hätte mir zumindest schon mal wieder die Granaten kaufen können. Habe ich ja auch nicht gemacht, ich Idiot. Von daher müssen wir mal gucken, wo wir jetzt hinfahren. Am besten fahren wir jetzt erstmal nach 02. Wobei ich sehe ja gar nichts mehr. Ich sehe nichts mehr, was eingenommen wird. Ich sehe ja überhaupt nichts mehr. Das ist aber wahrscheinlich dem zu verschulden. Oh ja. Ah, ich habe den sogar echt noch getroffen. Wie geil ist das denn? Ich glaube, damit hat das Flugzeug überhaupt nicht gerechnet, weil das Ding auf einmal von der Seite eine Granate abbekommt. Ich muss ahnen, wo du hinfliegst. Da. Ich glaube, daneben ist auch vorbei, mein Freund. Nein, rein, 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 rein. Meine Schuld. Ja, ich will reinzoomen und der steigt aus. Ja, das gibt's nicht. Ja, auf neue Kampfeinheit warten. Ich glaube kaum, dass es dazu kommen wird. Weil, ja, unsere Kampfeinheit ist halt rausgeflogen, weil wir halt unseren Spawnpunkt verloren haben. Ja, gut. Ich sag jetzt schon mal Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder dabei. Wir haben jetzt mal ein bisschen mehr das Panzer-Gameplay gesehen. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ciao, Leute.